Hallo liebe Leute und willkommen zum Goat Simulator, also der Ziegensimulator. Wer will das nicht? Wer wollte nicht schon immer mal eine Ziege sein? Und da wir das ja natürlich nicht können als Menschen, dann wollen wir doch wenigstens mal eine Ziege spielen. Nicht wahr? Mir ging das so, ich habe das schon seit frühester Kindheit, hatte ich so diesen tiefsten Traum, das einmal machen zu können. Und deswegen machen wir das heute. Wir sind Karl, so habe ich die Ziege genannt. Ist kein Lama wie Lamas mit Hüten, der Karl. Aber das macht nichts. Er sieht so ein bisschen ähnlich aus. Eigentlich ein ganz hübscher, ne? Ein bisschen verträumt, würde ich sagen. Die Zunge, ja, die hängt raus. Vielleicht hat er einen Schlaganfall gehabt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt mit Karl erstmal auf Reisen. Und da ist ein Ziegenkumpel oder eine Kumpeline. Ebenfalls ein bisschen schwach auf die Beine. Das macht aber nichts. Ich wirke heute vielleicht ein wenig übertrieben in der Kommentierung im Let's Play. Aber was soll ich auch machen? Bei dem Spiel kann man auch nicht anders. Da kann man nicht ernst bleiben. Da muss man einfach... Wir haben uns mal kurz den Arsch geschuppert. Warum auch nicht? Flöhe, mit denen sind nicht zu spaßen, Leute. Und hier haben wir eine ganze Meute mit No Penis Shaped Food. Ja, warum auch mal nicht dagegen demonstrieren? Wir leben in einer genderisierten Welt. Ich crash die Party einfach mal und denkt mir, wenn ihr gegen solch Penisessen seid, dann leck ich euch an. Und da rennt auch noch einer weg. Komm her, du Demonstrant. Halt, was haben wir hier? Ein Derby, absolutes Hillbilly-Treffen. Obwohl er telefoniert. An den hänge ich mich dran. Ey, ich will dich anlecken. Lass mich dich lecken. Sieht so ein bisschen aus wie ein Honda Civic als Coupé. Komm her, ich leck dich jetzt an. Lass mich dich jetzt anlecken. Man kann auch Autos anlecken, ich weiß das. Der lässt sich nicht anlecken. Jetzt bin ich absolute Crash-Test. Ziegen-Karl, der hier alles... Leute, ehrlich. Wer produziert so ein Spiel? Okay. Genug im Kreis gedreht. Karl ist auch schon ganz kotzübel. Wir lassen uns von dem Hillbilly nicht nochmal... Oh, kann man die Leute davor schuppen? Ich weiß, sowas macht man nicht. Liebe Kinder, macht sowas nicht auf offener Straße. Man schuppt keine Leute vor Autos. Das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen. Nicht, dass mir YouTube noch ans Bein kackt. Und entzürnte Eltern, die sagen, wie kannst du unserem Kind nur so etwas beibringen? Du Böser. Denn wir sind auch Randale Ralf, Randale Karl. Und sorgen natürlich auch für Zerstörung. Wir beugen vor gegen diesen Massenkonsum. Karl, der kommunistische Karl, ja, gehört alles ihm. Eigentum gibt's nicht. Alles Karl seins. Auch du gehörst Karl. Die Couch, die Kissen, Karls Kissen, KK. Zum Glück keine drei Karls. Denn das wäre nicht erlaubt. Na, komm. Dann durch. Errungenschaft. Pedestrian. Okay. Aus dem Fenster. Karl, der aus dem Fenster sprang. Und wir haben Slow-Mo können wir aufmachen. Auf F. Chillige Ziege namens Karl. Hatte eigentlich überhaupt keine Wahl. Sie will schaffen, aber kann's mit den vier Beinen nicht. Was ich hier erzähle, ist auch nicht mehr ganz so frisch. Yeah. Ich mach mich hier für YouTube total zum Affen. Aber das macht nichts. Denn das haben die Entwickler schon getan, indem sie dieses Spiel hier entwickeln. Und deswegen kann man das auch passend kommentieren. Auto. So, was haben wir hier noch? Wasserrutschen und Türme. Lass uns mal gucken, ob wir auf die Türme kommen. Ey.
Stehe nicht im Weg rum. Lass uns mal auf die Türme klettern, als Sieger, da haben wir nichts zu meckern. Oh, meckern, halt, die Eins, die können wir auch drücken. Oh, lass mal Karl dabei ins Gesicht gucken. Ich mach mit. Karl ist nämlich eigentlich mein Zwilling. Ne? Sieht man mir nicht an. Der Unterschied ist einfach nur, dass ich rasiert bin. Lass mal hier hochklettern, Karl. Ich finde die Musik so geil. Es tut mir leid, dass ich immer singen muss. Und für von hier unten aufs Trampolin. Von hier oben. Bam! Yeah! Und die Rutsche hoch. Was war das denn jetzt? Karl! Renn die Rutsche hoch! Und von oben springen wir dann runter. Oder rutschen runter, besser gesagt. Mit Anlauf. Und es geht nach unten. Oh, oh, oh. Karl, so nicht. Haltung. Continuance. Na. Jetzt hängst du aber fest, Freund. Ja? So nicht. Also, wir wollen mal hier nicht albern werden. Karl, die Ziege hatte nichts gefragt. Nee, hat keiner... Das kommentiere ich jetzt nicht. Nein, das kommentiere ich jetzt nicht. Oh Mann, Leute. Ihr müsst das spielen, echt? Also ich möchte keine Werbung für das Spiel machen. Ich krieg ja leider kein Geld dafür. Sonst würde ich es natürlich machen. Aber... Verdammt. Au. Ich kann mir vorstellen, das tat weh. Oh, eine Baustelle. Dann bauen wir das Haus hier mal schnell zu Ende. Mein Goat. Ja. Minecraft wäre ja auch mal so eine Idee. Aber nein, wir spielen hier jetzt Mein Goat und bauen dieses Haus hier zu Ende. Wir müssen die Kisten da aufeinander stapeln. Okay, das klappt nicht so ganz. Eine Tankstelle. Und eine Servicewerkstatt. Lass uns mal zur Tankstelle gucken. Schneller über die Straße. Hallo. Was willst du denn mit dem Auto? Oh, eine Ziege. Unlocked Tall Goat. Oh, ich habe irgendeine große Ziege angelockt. Freigeschalten. Oh, servus. Ich hab Durst. Man kommt hier auch nicht unbeschadet durch. Woran lügt das? An Rübel Karl. Bam. Das scheppert im Karton. Was haben wir noch hier? Low Gravity Testing Facility. Oh, da will ich rein. Da will ich rein. Da muss ich rein. Also ich hoffe, dass man da reinkommt. Hüpf, hüpf, hüpf. Yeah. Fuck the police. Man legt sich nicht mit Ziegen an. Okay, hier drin ist nix. Kommen wir hier rein? Yeah. Die Musik wird ganz gruselig. Bam. Lass uns mal hier lang schauen, ob wir hier reinkommen. Vor allem, es ist so geil, ne? Es stört sich halt auch keiner, dass wir hier so als Ziege... durch die Kanne rennen. Man muss immer aufpassen. Mit Hufen lässt sich's nicht so gut... ich krieg hier schon echt Sprachprobleme bei dem Spiel. Ja, aber es lässt sich nun mal nicht gut bremsen. Hallo, Leute. Kann ich da rein? Tsch-
Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss mal hier durch. Mach mal kurz Platz. Ja, Verzeihung bitte. Ich muss hier durch. Ich hab doch gesagt, ich muss hier durch. Yeah! Yeah, Zombie-Ziege, Zombie-Ziege, die schwebende Zombie-Ziege. Mit deinem riesengroßen Ball, die Zombie-Ziege, die kann's überall. Ja, sie schnappt sich den Ball, fliegt hier drin rum. Ja, die Zunge, die schwebt ganz genauso gekonnt. Und die Zombie-Ziege, die springt hier hoch, klettert auf die Balken in letzter Not. Und ich weiß hier nicht, was ich mir zurecht singe, doch ich kann nicht aufhören bei diesem Beat. Und Tor! Kiste. Oh, was für ein sexy Hintern. Okay, Ragdoll Skate. Erstmal nach oben. Lass uns hier hochspringen. Und Ragdoll Skate. Und Anlauf. Und. Kann ich die Kisten anlecken? Lass mich die Kisten lecken. Ich bin jetzt Achso. Ich bin eides stattlicher Kistenlecker. Okay, lass uns mal hier verschwinden. Alles kannst kaputt machen, Karl, ne? Aber die, hier, wisst schon, ne? Kletter mal hier hoch. Erleben Sie jetzt die erste Ziege, die Leitern klettern kann. Was haben wir hier? Ah, da oben hängt unser Scientology-Typ aus dem Fenster. Oh. Ach, hier ist der Hillbilly. Wo sind wir denn? Ah. Zap, 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 zap. Mähdrescher! Mal kurz durchgemangelt, ist auch ganz gut, weil gleich mal Fellbürsten und so, ihr wisst Bescheid. Hör auf zu tanzen, geh lieber... Ah, okay, das ist anscheinend einer von der Post. Klar, da kann man gleich mal ein paar Pakete vernichten, warum auch nicht. Oh, hier kann man drüber. Okay, hier geht's nicht weiter. Da sind wir zu weit weg vom Schuss. Oh, was haben wir hier? Daily Routine! Lass uns mal kurz stuhlen. Kurze Gedenksekunde. Gut, weiter geht's. Was ist denn hier? Ziegenbattle. Goatfight. Au. Kumpel! Steh mal auf! Steh mal auf! Komm! Lass mal die Menschen hier verhauen! Die wollen doch so eine Scheiße! Viva la Zigolomotion! Hier nicht abhauen! Ihr Perversen wollt das sehen! Jetzt gibt's für Perverse erstmal dick eins in die Klöten! Danach wird am Fuß geleckt. Komm mit. Komm mit. Komm mit zum Mähdrescher. Wo war denn jetzt der Mähdrescher? Mähdrescher. Was den da reinschmeißen kann. Liebe Kinder, auch hier empfehle ich wieder, macht dies nicht zu Hause nach. Man schmeißt keine Menschen in Mähdrescher. Also zumindest in Deutschland nicht. Andere Länder, andere Sitten. Man weiß es ja nicht. Okay. Der fällt da auf jeden Fall nicht rein. Ich guck mal, was es hier noch zu tun gibt. Also zu tun, oh, was haben wir da? Stonehenge.
Ziegenhensch, also. Oder so. Ich war das nicht. Trash the Goathenge. Hey, geil, mit Ziegenhensch war ich gar nicht so schlecht. Hoppala. Was gibt's hier noch? Coffee Stein Studios. Oh, da müssen wir mal reingucken. Das sind die Entwickler. A Gaunt Amon Legend. Wie geil. Was haben die denn an der Wand hängen? Irgendein Pokémon oder so. Wenn das ein Pokémon ist, schreibt's mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Aber hier wird gerade fleißig am Ziegensimulator gewerkelt. Als nächstes kommt wahrscheinlich der... Das sind doch bestimmt Pokémon, oder? Ihr kennt euch doch da aus. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte ja, dass ein zweiter Teil kommt. Auch wenn das jetzt nicht so aussehen mag. Was gibt's hier oben? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Hallo ihr zwei. Was ist denn das für ein Turm? Entschuldigung, du hast mich entwickelt. Ich kann nichts dafür. Ah, hier ist der Chef, oder wie? Na? Meister, dein Bildschirm ist aus. Die Drecksau tut nur so, als ob sie... So sind Chefs nun mal. Ich nehme mal deinen Rechner mit, du arbeitest eh nicht. Siehste? Schläft. Er schläft. Der Goat Simulator wurde von schlafenden Menschen entwickelt. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Was gibt's hier? Ey, Poolparty. Ich feier mit. Ich bin so ziegengeil. Ich feier mit. Jetzt geht's richtig steil. Yeah. Yeah. Und ihr feiert weiter. Ihr kriegt's gar nicht mit. Ich leck alles an, denn ich bin... Oh, was ist das? Eine Raketti? Wuhu! Ziegenfeuerwerk! Und mit diesem krönenden Abschluss der Feuerwerksziege verabschiede ich mich für den... Oder mit dem Goat Simulator. Wenn ihr noch mehr Ziegen sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich noch ein, zwei Folgen dazu. Ansonsten soll es das auch gewesen sein, weil, ja, was will man hier großartig Let's Play machen? Ich wollte es euch mal zeigen, es ist nämlich echt ein total irres Spiel. Und, ja, schaut euch die anderen Videos an, wenn ihr Gefallen dran habt, dann lasst vielleicht ein Abo da oder so. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag bis dahin, auf Wiedersehen, euer Olli.